Bei mir im Studio jetzt unser Bild Bundeswehrexperte Maximilian Kiewel und Generalarzt Dr. Stefan Schöps sowie Professor Dr. Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbands. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Der französische Präsident Macron hat von Krieg gesprochen, wenn es um diese Corona-Krise geht. Und unsere deutsche Verteidigungsministerin schrieb heute Morgen in ihren Tagesbefehl, wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Gegner. Was meinen Sie, sind wir wirklich im Krieg? Im Krieg gegen das Virus sind wir schon. Ja, sieht man ja an sich, wenn man durch Berlin fährt, dass doch die Straßen auch entsprechend leer sind und unser ganzes Leben, anfangen vom Hände desinfizieren und so, hat sich komplett geändert. Also wir sind schon in einem Kampf. Ne? So Krieg ist immer so martialisch. Ja. Sie waren 2009 auch im Kundus, wo Soldaten gefallen sind. Jetzt hören wir aus Italien, dass die Triage angewendet werden muss. Also müssen Ärzte entscheiden, sich dafür entscheiden, jüngere Menschen erst zu versorgen. Man muss Entscheidungen treffen, bei wem die Überlebenschancen höher sind. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Und ist das auch hier in Deutschland möglich, dass Ärzte bald die Triage anwenden müssen? Ja, also erstens ist das für einen Arzt, der immer die schwerste Entscheidung, die er treffen muss. Die versuchen wir nach allen menschlichen Ermessen zu vermeiden. Aber in dem Fall, wo eben die Möglichkeiten eingeschränkt sind und die Anzahl der Verletzten oder der zu Beatmenden höher ist, dann muss man solche Entscheidungen treffen. Das muss man übrigens auch schon, wenn ein Bus verunglückt und man an der Unfallstelle ist und die Versorgung nimmt. Das sind Sachen, die will man vermeiden, aber wenn es zu der Situation kommt, dann muss man dann auch entsprechende Entscheidungen treffen. Ja. Das sind ja so Selektionsmaßnahmen, wie man sie eben zum Beispiel aus dem Krieg kennt. Ja, da haben Sie ein Lazarett, ein Krankenhaus, da kommen nach einem Anschlag 2 Tote, 30 Verletzte rein. Sie müssen entscheiden, der hat die größte Chance zu überleben, der ist jung, der blutet nicht so stark, den retten wir, der andere, den müssen wir ein bisschen hinten anstellen. Glauben Sie, dass die deutsche Medizin, dass deutsche Ärzte dafür das Mindset haben, darauf vorbereitet sind? Also die sind entsprechend ausgebildet, insbesondere die, in der Notfallmedizin tätig sind, die machen solche Sachen gar nicht so selten. Ja? Sodass man eben da auch sagt, das ist unsere Aufgabe. Aber nochmal gesagt, wir tun alles, um solche Situationen zu vermeiden. Durch die Kapazitäten im Einsatzgebiet, als auch jetzt die Kapazitäten, die wir jetzt vorhalten. Ganz genau jetzt in Deutschland, was tun Ihre Sanitäter und Ärzte im Kampf gegen Corona hier in Deutschland momentan? Wir bereiten uns also vor auf einen deutlichen Anstieg der Infizierten und auch dann der Erkrankten und treffen die Maßnahmen, dass wir eben im Schulterschluss mit dem zivilen Gesundheitswesen, dass wir da entsprechende Voraussetzungen schaffen. Also wir erhöhen Kapazitäten, wir schulen Leute, die nicht mehr so ganz aktuell medizinisch tätig sind, und bringen sie ein, schaffen Reserven mit der Reserve, bringen Leute aus unseren Regimentern in die Krankenhäuser hinein. Aber alles im Konzert. Wir sind Teil der Gesundheitsversorgung dieser Bundesrepublik Deutschland und verstehen uns auch so. In Berlin ist bald ein Massenkrankenhaus geplant. Haben Sie dort einen aktuellen Stand, wie es ja um dieses Projekt steht? Ich kann nur zu solchen Sachen immer sagen, wir haben 1900 Krankenhäuser in Deutschland. Die Ärzte sind da aufgehoben, wo sie sich am besten auswirken können. Das ist normal in einer normalen Infrastruktur. Wenn man anfängt, Behelfsinfrastruktur zu bauen, dann zieht man aus der regulären Struktur Menschen in diese Behelfsstruktur ein. Die werden da nicht so wirken können wie in ihren eigenen Krankenhäusern. Und deswegen sind wir in der Meinung, dass das nicht hilfreich ist. Das heißt, Sie sehen dieses Krankenhausprojekt in den Messehainen eher kritisch als... Ja, ich sehe das eher kritisch, weil Sie müssen es ja mit Menschen betreiben. Und diese Menschen werden aus dem bisherigen Gesundheitssystem herausgezogen und müssen dann in den Messehallen arbeiten. Da ist die Frage, wie man da sich vorstellt, wie da Intensivpatienten behandelt werden sollen. Also ich würde sagen, da wo man ist, in der Charité, im Bundeswehrkrankenhaus Berlin, da wirken sich die Ärzte am besten aus, da fahren wir die Kapazitäten hoch. Und das ist das, was wir machen sollten. Ja? Und nicht von vornherein auf Behelfsinfrastruktur gehen. Wir haben gehört, es gibt Amtshilfegesuche aus Halle, große Stadt, aus Heinsberg. Können Sie da sagen, was die Bundeswehr, was Ihre Kameraden momentan leisten und tun? Also wir sind natürlich jederzeit bereit zu unterstützen, aber unsere Hauptaufgabe ist, und das muss man einfach immer wieder sagen, wir sind integraler Bestandteil dieses zivilen Gesundheitswesens. Wir machen da voll mit.
Wir fahren hoch, wir haben auch keine überschüssigen Reserven, die wir da zur Verfügung stellen können, sondern wenn dann einzelne kleinere Gebinde von uns verlangt werden, 10 Mann zum Fieber messen oder in einer Fieberambulanz, natürlich helfen wir da mit unseren Strukturen. Aber unser Hauptziel ist, unser eigenes System hochzufahren, damit wir im Konzert mit den anderen Krankenhäusern am Ort regional für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Ist da auch denkbar, dass Ihre Ärzte in zivile Krankenhäuser gehen und dort mitarbeiten? Selbstverständlich ist alles denkbar, wenn Not am Mann ist. Aber wie gesagt, wir stellen unsere Kapazitäten bereit und werden natürlich im Einzelfall auch unterstützen können. Aber es gibt nicht die und wir. Wir sind eins. Gesamtstaatliche Aufgabe und die Bundeswehr ist da mittendrin. Herr Dr. Sensburg, von Ihren Reservisten kam in diesen Tagen eine der wenigen Nachrichten, die wirklich Mut gemacht hat. Sie haben einen freiwilligen Aufruf gestartet an die Reservisten und vielleicht können Sie einmal erzählen, was ist dann passiert? Also wir haben das gemeinsam mit der Bundeswehr natürlich gemacht und wir haben gesagt, wer in der Sanität ausgebildet ist, der soll sich melden. Da haben wir Bedarf, auch dann in entsprechende Stellen zu gehen, zu unterstützen. Und es haben sich in sehr kurzer Zeit bis zum heutigen Tag rund 2000 Personen gemeldet, von denen fast die Hälfte wirklich auch in den Funktionen gebraucht werden kann. Da schauen wir jetzt, wo können sie unterstützen. Ein hohes Engagement. Das Engagement geht auch weit darüber hinaus. Auch Soldatinnen und Soldaten der Reserve melden sich, die nicht Sanitäter sind. Die aber sagen, wir können vielleicht im Bereich Logistik, wir können im Bereich der Unterstützungsleistungen für Lkw-Fahrer an der Autobahn mithelfen, mit anpacken. Oder wir können in den Einheiten, überall, wo sie gebraucht werden, unterstützen. Und das ist wirklich toll, dass so viele Reservistinnen und Reservisten sich melden und sagen, wir wollen mit anpacken im Sinne von tu was für Deutschland. Mhm. Lassen die in dem Moment dann ihren Beruf ruhen gerade oder wie läuft der Alltag bei denen ab? Das ist ganz unterschiedlich, in welcher Lebenslage sie sich befinden. Teilweise sind es Selbstständige, die zurzeit nicht so viel zu tun haben. Mhm. Teilweise sind es Betriebe, die sagen, wir haben keinen Bedarf, geht nach Hause. Das muss man dann mit dem Arbeitgeber natürlich abklären. Mhm. Also ganz unterschiedliche Lebenslagen, in denen sich die Reservistinnen und Reservisten befinden. Und sie klären das für sich ab und sagen, ich könnte. Und dann muss im Einzelfall geprüft werden, wo können sie eingesetzt werden, wo gibt es Bedarf. Da wird vielleicht nicht jeder eingesetzt werden können. Aber eben ganz unterschiedlich brauchen wir Reservisten und Reservisten, um die Struktur eben aufzufüllen. Verkehrsminister Scheuer hat erwähnt, dass die Bundeswehr auch bei der Logistik, wenn es um Versorgung geht, helfen kann. Wie sehen Sie beide das? Hat die Bundeswehr da Kapazitäten für? Kann sie dabei helfen, die Versorgung in ganz Deutschland jetzt sicherzustellen? Ja, ich denke, das ist eins der Punkte, wenn wir da Möglichkeiten haben, dann machen wir das natürlich. Für uns als Sanitätsdienst steht das nicht im Fokus. Ne? Das machen die Amtshilfen dann auch bearbeiten. Und wir haben natürlich Kräfte, die sowas machen können. Und was mich da sehr freut, ist ja, dass man in so Krisenlagen dann immer sehr schnell an die Bundeswehr denkt. Wenn das außerhalb von Krisenlagen auch mal so wäre, dann wäre ich auch sehr froh. Ja. Mhm. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten auch bei Reservistinnen und Reservisten. Wir sehen ja gerade, dass viele von früher noch einen Lkw-Führerschein haben. Und wir erleben in Deutschland, dass wir gar nicht zu wenig Waren haben und Güter haben, sie teilweise aber von den großen Logistikzentren nicht in die Fläche gebracht werden können. Und da überlegen wir schon, ob wir unterstützend tätig werden können, wenn Bedarf ist. Dann muss das angemeldet werden. Und ich glaube, auch da gibt es die Möglichkeit, für Reservistinnen und Reservisten zu unterstützen. Ich würde gerne noch einmal auf eine rechtliche und auch sicherlich emotionale Thematik zu sprechen kommen. Wir sehen in Italien, in Frankreich Ausgangssperren und dort steht eben auf der Straße neben der Polizei auch das Militär, die diese Ausgangssperren überwachen. Ist das etwas, was in Deutschland so auch denkbar wäre, dass die Bundeswehr auf der Straße steht und Ausgangssperren überwacht, Leute zurück in ihre Häuser schickt? Also ich sehe das derzeit nicht. Die Ministerin hat es in der Pressekonferenz relativ deutlich gemacht. Die Sicherung im Innen ist Aufgabe der Polizei, der Ordnungsbehörden, der Kommunen, nicht der Bundeswehr. Ich könnte mir stattdessen vorstellen, dass die Bundeswehr in manchen Bereichen, zum Beispiel wenn es um Objektsicherung geht, die Polizei entlastet. Wenn wir also an kritische Infrastruktur denken, da haben wir private Sicherungsdienste, da haben wir auch teilweise die Polizei, die jetzt ganz andere Aufgaben haben. Da können wir unterstützen, wenn es die Länder anfordern. Im Bereich der inneren Sicherheit haben wir klassische Aufgaben, die durch die Polizei, die Ordnungsämter abgedeckt werden. Dafür sind sie auch ausgebildet und das können sie auch. Und wir können in den Bereichen, wo sie dann fehlen, Aufgaben übernehmen. Eine letzte Frage noch dazu. Das heißt, es könnte sein, dass wir ein Bild haben in Deutschland, wo bewaffnete deutsche Soldaten wieder vor zum Beispiel Kraftwerken stehen und diese absichern.
Ja, es kann sein, dass Objektschutz durch die Bundeswehr vorgenommen wird. Dementsprechend sind die Soldatinnen und Soldaten dann natürlich ausgerüstet. Das muss mit den Ländern abgeklärt werden, da wo Bedarf ist. Aber das wäre eine Möglichkeit, wo die Bundeswehr unterstützen kann. Im Inland Aufgaben der Polizei zu übernehmen, sehe ich derzeit keinen Bedarf. Sehe ich nicht gleiche Ausbildungsgänge und ich sehe auch derzeit nicht, dass die Polizei das nicht machen kann. Sie ist gut ausgebildet, wir haben gut trainierte Polizistinnen und Polizisten. Ich glaube, dass diese Aufgaben auch von Ihnen wahrgenommen werden.